Dann gehen wir mal, ja, wir verstecken uns gerade in der Ecke. Oh, das ist Kohaku Hayakawa, kein Zweifel. Eine Toilette? Na schön, ich warte auf sie. Sie wird niemals mehr da rauskommen. Hallo, Salatio. Ich brauche ganz schön lange. Okay, jetzt ist es schon eine halbe Stunde. Ich habe euch gesagt, da ist der Eingang. Ich war nämlich schon mal da drin. Hallo. Bitte entschuldigen Sie, ich bin ein Betreuer für die Serio High School. Oh, ein Lehrer? Eine Schülerin von mir ging auf die Toilette, ich warte hier auf sie, doch sie kommt nicht wieder raus. Ich fange an, mich zu sorgen. Oh, wie merkwürdig. Ich störe sie nur ungern, aber würden sie kurz für mich nachsehen? Aber natürlich. Wow, what a key. Ich hau dich gleich. Ich habe sie da drin nicht gesehen. Hä? Was, wirklich? Ja, aus einer Kabine kam eine ältere Dame, aber die anderen waren leer. Was zur Hölle hat das zu bedeuten? Vielleicht ist sie hinausgeschlüpft, als sie kurz nicht aufgepasst hat. Mm. Könnte sein. Ich sollte nach ihr suchen. Vielen Dank. Sie ist einfach verschwunden. Und ich weiß immer noch nicht, wo das Casino liegt. Ich weiß es. Wir waren da schon. Bring mehr über das Casino in Erfahrung. Aber das ist doch jetzt bescheuert. So, dann rauchen wir mal kurz. Schon geil, wenn man eigentlich schon mal drin war, aber erstmal was in Erfahrung bringen muss, um rein zu können. Ja. Das ist jetzt halt nicht so geil. Hey, Mimi. War hier nicht auch irgendwo der Ausgang? Ich habe keine Ahnung. Geheimes Casino. Wow. Immerhin wird mir gezeigt, wo ich hin soll. Das ist gut. So bin ich nicht ganz verloren. Meinst du nicht wie bei Sherlock? Ja. Entschuldigung, aber gibt es hier ein Casino? Ich suche danach. Wie? Oh, nun ja, es heißt, dass es hier irgendwo einen versteckten Eingang zu einem Casino gibt. Mhm. Einen versteckten Eingang? Keine Ahnung, wo genau, aber in den sozialen Medien ist davon die Rede. Auf Chatter, glaube ich. Wir haben es auf Chatter gelesen. Vielleicht kann ich die Schlagwortsuche mir dabei helfen. Ich muss jetzt halt die Leute finden, die darüber reden.
Was ist alles hier? Ah, okay. Ich sollte einfach ins Klo gehen. Dort wurden die relevanten Postings gemacht. Also sollte ich mir das hier ansehen. Ich habe ihn verloren. Kann ich einen neuen haben? Ein Neudruck kostet eine Gebühr. Haben Sie einen Ausweis? Hm? Gebühren, habt ihr gehört? Hallo, Milka. Ein Mitgliedsausweis für die Toilette? Da ist was faul. Entschuldigung, ich suche nach einem Casino. Da kann ich dir nicht helfen, Kumpel. Hast du nicht gerade mit diesem Typen über eine Mitgliedschaft geredet? Für das Casino? Wie? Keine Ahnung, wovon du redest. Er hat damit zu tun, will aber nichts preisgeben. Zu dumm. Hat er doch einfach gesagt, er hat auch seinen Mitgliedsausweis verloren. Voll unauffällig, ne? Hallo, Duri. Gebühr schon wieder? Und wie lautet nochmal das Passwort? Ich bring dir was zum Essen mit, wenn du es mir verrätst. So gefällt mir das. Pass auf das Passwort für den Ersatzausweis. Lautet. Oh no, schick. Geh damit zu Ibizu Porn in Ijinjo. Das war auch das Passwort für meinen ersten Ausweis. Das Passwort für den Casino-Mitgliedsausweis lautet. Dann gehen wir mal hin. Ich hätte ihn einfach niedergeknüppelt und rein da. Ganz ehrlich, einfach Kopfnuss. Warum machen wir das jetzt so umständlich? Ja klar, undercover, aber man muss die Leiche ja nicht finden. Ich meine, was? Leiche? Nein, nein, alles gut. Aha. Womit kann ich dienen? Stimmt, mein Casino-Mitgliedsausweis. Wie lautet noch das Passwort? Badumts. Oh. Ah, hast du einen Ausweis mit einem Foto dabei? Hey. Klar, hier ist es. Und die Gebühr beträgt 50.000 Yen. Was? Ich soll dafür zahlen? Nur wenn du die Mitgliedschaft willst? Oh, Jesus. Wakatta. Arigatou gozaimashita. Könnte, aber dann bin ich arm. Nein. Arm sein. Habt ihr einen schönen ersten Advent gehabt? Ja, ja. Es war okay. Und du, Milka? Vielen Dank. Einen Moment bitte. So, wir kriegen jetzt einen Ausweis. Bitte sehr, der neue Mitgliedsausweis. Oh. Danke. Ich sollte diese Karte dem verdächtigen Typen bei der Toilette in Chinatown zeigen. Kann ich hier auch noch was kaufen? Ich bin bald arm hier, ne? Kann ich auch was verkaufen? Damit ich wieder Geld habe. Arigatou gozaimasu. Hallo Klaus. Oh,
was ich alles schon für dieses Casino-Spielchen hier machen muss, um überhaupt da reinzukommen. Was, wenn nicht bin ich? Töte ihn doch. Darf ich leider nicht. Was zur Hölle? Hier ist meine Karte, der Herr. Ja, die ist echt. Du kannst rein. Nee. Nein? Die letzte Kabine achtet auf die Wand. Oh. Okay. Ja, aber halt normal. Oh. Schön spazieren gewesen und am Hafen eine heiße Schokolade getrunken. Oh, das klingt schön. So, ein Geheimgang. Ich sollte wohl hineingehen. Ja, mehr Mumm. Oh nein. Oh nein. Ich sehe schon Dinge, die ich nicht machen möchte. Aber ich sehe Bunnies. Wie unwirklich, ein komplettes Casino in einer Toilette? Mal sehen, ob Kohaku Hayakawa hier ist. Hoffentlich finde ich sie jetzt leichter. Eine Schülerin sollte hier auffallen wie ein bunter Hund. Vielleicht finde ich sie, wenn ich mich umsehe. Was ist, wenn sie hier einfach so arbeitet, ne? Einfach verkleidet. Aber stylisch. Mir gefällt. Schönes Outfit. Okay, ich soll diese Person nach der Partie ansprechen. Ich sehe schon Pokern. Das ist genau das, was ich nicht kann. Das Blackjack. Ich sag's euch. Das ist mein Untergang hier. Blackjack und Poker. Genau das, was ich meinte. Geil. Können wir nicht am Automaten oder so? Ich bin geblufft worden. Heilige Scheiße. Die Zähne Poker. Lazio, ne? Also Pitz. Was denn? Ich muss die Person suchen. Das ist also der Junge, von dem alle reden. Machen wir für heute Schluss, in Ordnung? Du bist Kohaku Hayakawa's dann, oder? Nani, wer bist du? Ich bin aktuell der Betreuer für den Krimi-Club der Serie Ohai. Ich suche nach einer Schülerin namens Hayakawa-san. Sie soll in diesem Casino sein. Was? Tja, Herr Schuldetektiv, dein Ziel ist eine Tussi und ich bin ein Kerl. Also? Nicht schlecht und keine Anzeichen von Panik. Also, als ich sie überraschen wollte. Sie scheint wirklich das Zeug zur Profispielerin zu haben. Beeindruckend. Du redest mit Mikitaka Makari. Mein Mitgliedsausweis beweist das. Keine Ahnung, was du von mir willst. Du willst mich also blöffen. Na gut, aber du kannst dich nicht ewig verkleiden, weißt du? Tja, du denkst, ich bin als Kerl verkleidet. Willst du herausfinden, ob ich wirklich ein Mann bin? Ja, zieh dich aus. Hallo? Hallo, Ice Dave. Willst du mich hier und jetzt ausziehen, um zu beweisen, dass ich eine Teenagerin bin? Glaubst du, das lässt man hier zu oder an der Serie Ohai? Also, ich hätte jetzt damit kein Problem, dich auszuziehen. Ich meine... Dieses Thema schon wieder mit dem Ausziehen hier. Nein! Schande! wenn wir hier fertig sind. Warte, sind wir nicht.
Als externer Betreuer des Krimi-Clubs überprüfe ich derzeit, ob Hayakawa-san dieses Casino besucht oder nicht. Aber ich suche auch nach jemandem, der die Schüler der Seiryu in den Untergrund von Ijinjo lockt. Man nennt ihn den Professor. Den Professor? Ich vermute, er hat dir mit deinem Mitgliedsausweis geholfen. So oder so bleibt mir als Betreuer keine andere Wahl, als dich der Schule zu melden. Tu, was du musst, Kumpel, das juckt mich nicht. Wie es aussieht, kommst du mit ihrem Bluffs davon. Was soll ich machen? Das kann ich nicht bringen jetzt, ich fliege raus. Um die Wahrheit spielen? Oh nein. Wir müssen spielen wahrscheinlich, ne? Eine Kopie deiner Fingerabdrücke beschaffen, wenn die von den Kuhaka, ja, wäre die Sache erledigt. Und wie willst du an diese Fingerabdrücke kommen? Das sind persönliche Daten, die müssen weder ich noch diese Hayakawa dir geben. Ja. Trägt im Casino Handschuhe. Hier hat sie keine Abdrücke hinterlassen. Ich muss spielen, ne? Ich denke nicht. Hm. Was ist los, Kumpel? Hast du Schiss? Nicht gut, dachte gerade. Ja. Wir müssen spielen, das war doch klar. Ich hätte sie einfach ausgezogen, mir egal. Wie wäre es mit einer Wette? Eine Wette? Genau. Besiegst du mich beim Poker, vergesse ich alles, was ich hier gesehen habe. Ihr müsst mir jetzt helfen. Ich kann Poker nicht. Gewinne ich, beantwortest du mir all meine Fragen. Oh, das ist jetzt voll kacke. Du bist wegen des Nervenkitzels hier, oder? Reizt dich diese Wette etwa nicht? Okay, komm. Ich muss mir Chips holen. Ja, ich bräuchte jetzt wirklich Chips. Roter Schläger, ich bin verblüfft. So, ihr müsst mir jetzt helfen, ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, wie man pokert. Ah. Wir meinen jetzt ein Community-Poker. Ah. Du solltest deine Gegner so lesen wie ein Buch, stimmt das? Wer weiß. Wer als Spieler etwas taugen will, versucht die Regungen anderer Spieler zu durchschauen. Das könnte schwer werden. Ich sollte mein Pokerface aufsetzen. Regungen anderer Spieler durchschauen, was? Das könnte schwer werden. Ich sollte mein Pokerface aufsetzen. Was? Fangen wir an, Yagami. Alter, was ist mit dir? Ich glaube, ich werde so oder so verlieren. Also ich habe auch keinen Plan. Immerhin bin ich nicht alleine. Blackjack wäre einfacher. Ja, super. Das mit Zeit? Nee, ne? Okay. Poker kann ich. Also los, Leute. Ihr seid dran. Ich werde wahrscheinlich eh abkacken, weil die uns fertig machen wird. Also ich soll erhöhen. Pokerface. Mhm. Ich passe. Also erhöhen, ja? Oder was? Das wird jetzt schwierig, weil jeder was anderes schreibt. Springer auf A6, das ist das Falsche. Okay. Hm? Was heißt denn Raisin jetzt schon wieder? Was soll ich jetzt machen? Ach, ist schon fertig. Mitgehen, mitgehen. Gehen alle mit. Also auch mitgehen bestimmt. Okay. Runde vorbei. Krieg ich aber gar nicht durch. Ha? Raisins vielleicht erhöhen. Ah, danke. Hasse, mitgehen. Ich kaufe ein A und will lösen.
Mit Glück könnte das eine Flasche werden. Ja, und das soll mir jetzt sagen, was? Was soll ich denn machen? Ich habe keine Ahnung von Pokern. Erhöhen? Mitgehen. Ja, was denn jetzt? Erhöhen oder mitgehen? Mitgehen. Okay, meistens kann mitgehen. Jetzt erhöhen die. Soll ich auch erhöhen? Oder weiter mitgehen? Mitgehen. Ayakawa erhöht die ganze Zeit nur. Was ist mit der? Auf den Turn vierte Karte warten. Also die ganze Zeit mitgehen? Ja, keine Ahnung. So, Runde 3. Passen, Einsatz. Erhöhen. Soll ich erhöhen? Einfach, ich habe wirklich keinen Plan, deswegen müsst ihr mir gerade helfen. Ist doch schön, dann könnt ihr mitmachen. Erhöhen, okay. Die erhöht auch. Ich hasse sie. Und jetzt mitgehen? Du hast eine Straße. Ja, keine Ahnung. Ach so, wegen... Ah, 10, 8, 9, okay. Oh. Hat das jetzt meine Straße gekickt, getötet? Das ist gleich fünf Karten in einer Farbe. Form ist mehr wert als die Straße. Eine. Showdown. Wir werden Reue. Alter. Das weiß ich, dass das sehr übel ist. Das weiß ich wenigstens. Alter! Das konnte sie halt nicht besiegen. Man hat nur ein Spiel. Ja, wir müssen... Das hat jetzt mit der Nebenaufgabe zu tun. Wir müssen bestimmt noch ein paar Mal gegen sie spielen. Wir kriegen gerade zu spüren, wie sie bluffen kann und wie sie spielt. So einfach kriegen wir die Nebenaufgabe leider nicht. Ja, ich habe gewonnen. Hoffentlich hältst du dein Versprechen. Wie wäre es mit noch einer Wette? Nun, dein Schweigen habe ich bereits gewonnen. Also muss der Einsatz dieses Mal anders ausfallen. Was springt für mich raus? Naja, ich hab's. Ich sitze hier schon lange und gewinne das. Wieder Rückenschmerz. Massiere mir doch die Schultern, während ich spiele. Was? Was? So fängt's an mit Ausziehen danach, ja, ja. So lange, wie es mir passt. Na schön, aber gewinne ich, beantwortest du all meine Fragen. Abgemacht. Gib einfach Bescheid, wenn du bereit für die nächste Runde bist. Ich muss herausfinden, wie sie die Leute liest. Für gewöhnlich beobachtet man dabei das Gesicht und das Verhalten des Gegners. Ich sollte Hayakawa gründlich beobachten, während sie Poker spielt. ja, dann werde ich. Ja, ja, ich bin bereit. Ja? Dann beeil dich, ich warte nicht gern. Okay, okay. Er meint das Gesicht, Lisa. Ja! Ist ja gut! Ich wollte nichts anderes mehr anschauen. Sie scheint bloß Poker zu spielen. Oh, Moment mal, ihre Augen sind geschlossen. Wie zur Hölle liest sie ihre Gegner? Ich sollte sie noch etwas länger beobachten.
Wahrscheinlich, weil er sich so nervös bewegt und so. Sie sitzt bloß mit geschlossenen Augen da. Wie stellt sie das an? Kann sie ihre Gegner etwa lesen, ohne sie zu sehen? Hm? Oh nein, mein Herr. Falsch. Spiel steht außer Frage. Das Glück war diesmal einfach nicht auf ihrer Seite. Soll das ein verdammter Witz sein? Hat Hayakawa diesen Typen angeguckt, bevor er austickte? Woher wusste sie, dass das passiert? Wenn sie ihre Gegner wirklich liest, tut sie es, ohne sie anzusehen, oder? Aber wie? Ich sollte fürs Erste verschwinden und Amasawa berichten. Sie kennt sich mit solchen Details aus. Vielleicht hat sie eine Idee, wie Hayakawa es anstellt. Okay, ich muss jetzt gehen. Aber ich wollte ihre Schulter massieren. Na gut. Also ich muss erstmal gehen. Ist wie zu jung. Was? Also gerade nicht. So, ich muss wieder ein Bild gucken. Moment. Wir hatten die ja fotografiert. Schnuckelchen ist nicht bei Tiger. Oh shit. Oh je, den Namen habe ich nicht. Fuck. Den Namen habe ich nicht. Prinzessin? Das war Kerlchen. Ja, es tut mir leid. Keine Ahnung. Gleich Nino. Okay, wir müssen jetzt zu Amasawa zurück. Dann gehen wir jetzt... Soll ich runter zum Boxclub oder direkt zu Amasawa? Das ist, glaube ich, näher, ne? Doofe Mieze. Ja, ich muss das Vertrauen der Katzen gewinnen, dass die mich dann zu einem mysteriösen Rahmenshop bringen. Weil die Katzen das da irgendwie anscheinend mögen und irgendwie nur die Katzen den Weg dorthin finden. Ich habe gerade kein Vertrauen gewonnen, leider. So eine abgehobene Katze. Ja. Hallo Sense. Katze kratzt, wenn du ihren Namen falsch sagst. Ja. Ist so schön. Oh, was kann man denn hier kaufen? Guten Tag. Was gibt's denn hier so schönes? Hundefutter. Hier gibt's auch ganz viel Katzenfutter. Aber davon haben wir ja genug. Wann kam das Spiel denn eigentlich genau raus? War das im September oder im Oktober? Wochen jetzt? Naja, das ist jetzt nicht Wochen, sondern schon ein paar Monate. Aber das ist der zweite Teil, davon gibt es auch einen ersten Teil. Der ist ein paar Jahre her. Aber der erste Teil lohnt sich genauso wie der zweite Teil. Die Story an sich ist mega cool. Wir machen jetzt hier gerade nur so Schulgeschichten. Weil hier irgendein Verbrecher sein Unwesen treibt und mit allen Clubs zu tun hat. Und ich muss mich in jeden Undercover reinschleichen. Deswegen auch gerade dieses Pokergedöns, womit ich leider keinen Plan habe. Gibt es aber auch einen Boxclub und einen Motorradclub. Der ist jetzt neu, den muss ich mir... Stimmt, der Motorradclub wollte ich mir anschauen. Verdammt. Wollte ich mir auch anschauen, dann kann ich Motorradrennen machen. Hm?